Die Paul Horn GmbH ist spezialisiert in dem Bereich der Präzisionswerkzeuge. Das ist unser Kerngeschäft. Unsere Produkte kommen eigentlich in allen Branchen, die Sie sich so vorstellen können, zum Einsatz. Es ist die Automobilindustrie, es ist der allgemeine Maschinenbau, es ist die optische Industrie, es ist die Medizintechnik, es ist der Werkzeug- und Formbau. Es gibt eigentlich fast keine Branche, in der wir nicht irgendwie als Lieferant ganz im Hintergrund irgendwo tätig sind. Die Automatisierungstechnik ist für uns sehr wichtig. Wir haben Mitarbeiter, die konzentrieren sich auf die Schleiftechnik, auf die Qualität, das Handling für unsere Rohlinge und für unsere fertigen Produkte. Das sollen bitte die Roboter machen, damit der Mensch für das eingesetzt werden kann, für das er ausgebildet ist, und das ist in dem Fall die Schleiftechnik. In der Automation wird ein KR AGILUS eingesetzt. Als Software für die Programmierung nutzen wir KUKA AppTech. AppTech von KUKA bietet uns den Vorteil, dass es modular aufgebaut ist und das zu unserem Produktionskonzept passt. Das heißt, wir können mit einzelnen Modulen auf unterschiedliche Produktgruppen eingehen und diese Module wiederverwenden. Das heißt, eine Reproduktion unterschiedlicher Programmierabläufe ist produktspezifisch möglich. Nun, der Prozess ist im Allgemeinen abhängig von dem Produkt. Wenn wir uns jetzt im Detail den Zweischneider betrachten, dann wird dieser zugeführt auf einen Warenträger, der ist dort vorchargiert. Die Automation bzw. in der Automationslösung wird der Zweischneider dann gegriffen, wird in ein Spannsystem eingesetzt, dort angedrückt und eingeschraubt. Mit diesem Spannsystem wird er dann in die Werkzeugmaschine transportiert. In der Werkzeugmaschine wird er schleiftechnisch bearbeitet, kommt dann wieder nach der Bearbeitung aus der Werkzeugmaschine heraus, wird gelöst und wieder auf den Warenträger abgelegt. Die Robotik ist in der Produktion für uns sehr wichtig, weil es uns im Arbeitsalltag sehr viel erleichtert. Die Vorteile der Automatisierung sind für uns auf jeden Fall mehr Genauigkeit, die Geschwindigkeit und dass es sehr intuitiv zu bedienen ist. Und wir haben einfach entschieden, ein 6-Arm-Roboter ist für die Zukunft flexibler. Wir können Umbauten machen, wir können bei neuen Produkten eben variabler und wesentlich modularer arbeiten als bei einer Linearrobotik. Für die Zukunft daher die richtige Entscheidung. Das Thema Platz ist ein entscheidender Faktor für uns, da wir in einer Automation eine gesamte Produktfamilie abbilden möchten. Und das bedeutet, wir haben mehrere unterschiedliche Halbzeuge und Rohlinge, die wir der Automation zuführen. Und für diese unterschiedlichen Typen benötigen wir unterschiedliche Stationen. Und da geht es dann unter anderem sehr eng her, weshalb auch ein Knickarmroboter hier für uns eben Sinn macht, weil wir uns eben nicht mehr in einer Ebene wie bei der Lineartechnik bewegen, sondern die Möglichkeit haben, den gesamten Raum der Automation auszunutzen. Ja, im Laufe des Projektes haben wir gemerkt, dass im Bereich der Programmierung der SPS und des Roboters selber intern einfach Grenzen gesetzt sind, die wir selber nicht professionell lösen konnten, haben uns dann den Customer Service von KUKA an Bord geholt, die uns geholfen haben. Wir waren mit dem KUKA Customer Service sehr zufrieden. Die haben bei uns gelebt, gearbeitet, mitgelitten. Alles haben sie mit uns gemeinsam gemacht und haben sich hier auch frei bewegt. Und dadurch, dass es keine Wechsel gab bei Ansprechpartnern und allen Themen, war das einfach sehr produktiv und zum Schluss auch sehr erfolgreich. Industrial Intelligence.